Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem Video der Gesundheitsstiftung Selbstheilung Online aus dem Fürstentum Liechtenstein. Psychologische Hilfestellungen, um das Leben hier auf diesem Planeten positiv zu bewältigen, werden viele angeboten. Nach meiner Kenntnis und aus meiner Lebenserfahrung heraus sind die meisten spirituellen Angebote eigentlich Rezepte zum Nachahmen im Sinne, ich sage es etwas provokativ, man nehme einen selbsternannten Heiligen und glaube diesem nach, was er verkündet. 2000 Jahre lang haben sich die Priester so angeboten und als dies brüchig wurde, kam für viele Menschen die Wissenschaft als Religionsersatz. Aber auch der östliche Guru wurde modern mit seinen Methoden zur richtigen Lebensgestaltung bis hin zur Erlangung einer Erleuchtung. Heute ist der Meditationslehrer Hermann Fasel-Stein zu Gast. Ich grüße dich, Fasel. Grüß dich, Walter. Fasel, du bist Meditationslehrer, Yogalehrer, du leitest Fastenseminare, gibst Coaching, Retreats und auch Atemtherapeut. Es ist eine breite Palette. Sicherlich hat das Ganze einen gemeinsamen tiefen Kern. Also den Kern meiner Arbeit würde ich so definieren, dass es darum geht, bewusst zu sein. Es geht um Bewusstsein in allen Aspekten. Also im Körper, ein Körperbewusstsein entwickeln. Deswegen auch Yoga, Meditation, Innenschau natürlich, das Fasten, Wandern, den Körper reinigen, Retreats zu machen in jeglicher Art und Weise, ob das jetzt in Stille ist, Fasten oder in stille Meditation. Der Geist kommt immer dazu, über die Meditation, über die Innenschau, über das Reflektieren, die Selbsterforschung. Und das Ganze natürlich ins Leben zu bringen dann auch, das ist das Wichtige an dem Ganzen. Deswegen auch noch das Coaching, das ich mit anbiete, das ist sehr individuell, weil es geht die verschiedenen Aspekte an, die Menschen einfach betreffen. Wir haben das Arbeitsleben, das soziale Leben, wir haben unsere Beziehungen und eben auch unseren Dienst, den wir leisten. Also ganzheitlich, denn Meditationslehrer kann eigentlich nur jemand werden, wenn man sich einer Weisheitslehre anschließt, einer Tradition anschließt. Und deshalb möchte ich auf meine Frage deiner geistigen Ausrichtung auf den großen Psychologen Carl Gustav Jung zurückkommen, der da zum Thema sagt, ich zitiere, jede Methode an sich ist wirkungslos. Gleichzeitig ist auch das Gegenteil richtig. Jede Methode kann hilfreich sein. Nichts an Wirkung hängt an der Methode an sich. Ein Glaube an eine Methode ist ein Irrglaube. Es hängt in diesen Dingen alles am Menschen, nichts oder sehr wenig an der Methode, und Nachahmung über den Intellekt ist ein tragisches Missverständnis, welches die Seele nicht anhebt, sondern schädigt. Da kann man nur zustimmen. Natürlich gibt es auf dem Weg, oder auf, ob das der spirituelle Weg ist oder hier, auch der weltliche, es gibt immer Methoden und Übungen, die sich bewährt haben. Bei denen man glaubt, man wird besser, schneller und größer. Und vieles wird dann auch als, so als Geheimwissen verkauft. Ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich finde die Übung einerseits gut, die Methode gut, sie gibt uns eine Richtung, sie kann uns helfen. Allerdings ist die Gefahr der Anhaftung immer auch mit im Boot. Leute glauben, ich muss diese Übung machen. Wenn ich meine Übung nicht gemacht habe, ist fast wie Hausaufgaben nicht gemacht zu haben, dann scheitere ich auf dem Weg zur Erleuchtung oder zur Erkenntnis. Ja, das ist dieses tragische Missverständnis. Das ist tragisch, ja. Und das hält Leute auch sehr viel in der Zuhörerschaft und auf dem Weg. Das ist ja auch dann, wenn der Guru falsch verstanden wird, und wir haben ja alles erlebt. Also es geht bei dir nicht um Nachglauben, was du
Leuten erzählst? Mir geht es um die Erfahrung. Deswegen auch meine Website heißt ja Seinserfahrung, die muss jeder für sich machen. www.seinserfahrung.de Genau. Es geht zurück auf ein Wort von Graf Dürkheim, einem der deutschen Mystiker, Zen-Lehrer. Und er sprach von der Seinsfühlung und Seinserfahrung. Und dazu ist einerseits überhaupt keine Übung nötig, weil was ist uns näher als die Erkenntnis, als alles in uns, als die Erleuchtung. Es wird einfach als sehr exotisch abgefahrenes Erlebnis verkauft und angepriesen. Und wir glauben auch, in bestimmte Zustände kommen zu müssen, in der wir alles verzeihen, die großmütigsten Geister zu werden. Und gleichzeitig ist es jeden Moment vollkommen da zu sein, anwesend zu sein. Es gilt, das eigene Leben zu bestehen und nicht die Welt zu verändern. Genau. Die Welt verändert sich, indem je präsenter du wirst, je gegenwärtiger du bist in dem Moment und eben auch die Verbindung zur Herzensintelligenz aufgebaut hast. Wir leben ja sehr viel im Ratio. Das rationale Denken wird als einzige Denkdisziplin gesehen. Wir vergessen ganz die Inspiration, die Intuition, die Herzensintelligenz. Die Intelligenz des Kosmos ist nicht die technische Intelligenz unserer begrenzten, unseres begrenzten Wissens. Genau. Gut, das ist also dein Weg und auch Nahrung, weil du ja Fasten auch anbietest, Fastenseminare, Fastenwanderungen, das kuppelst du dann auch hin zum Materiellen, was ja für unseren Körper ganz wichtig ist. Ja, auf alle Fälle. Gerade Fasten ist eine der ältesten Disziplinen der Menschheit. Bis vor, ich glaube, 2 Generationen war es fast normal, auch zu fasten. Also man hatte in unserer Kulturkreis die christliche Fastenzeit, jede Tradition hat ihre Fastenzeiten, auch bedingt durch den Nahrungsmittelmangel. Wenn die Nahrungsvorräte zu Ende gingen, das war dann meistens eben diese Fastenzeit, die wir jetzt nach Karneval oder Fasching eben bis zum Ostersonntag feiern. Und das ist etwas, was der Mensch kann, fasten. Das ist in seinen Genen verankert. Es ist aber schwer. Nicht? Es ist schwer. Dinge, die schwer sind, die werden heute natürlich nicht mehr gerne angenommen. Jetzt noch zum Yoga. Du bist Yogalehrer. Es ist ja eine etwa mindestens 5000 Jahre alte Philosophie. Mehr noch als wir als Philosophie, kommt ja aus den Upanishaden. An die sind Körperübungen gekoppelt und in der westlichen Ausprägung heute habe ich das Gefühl, dass man ja die Körperschiene abkoppelt von der spirituellen Kern und dass man das herauslöst. Also das sehe ich genauso. Es ist, dass man heutzutage immer mehr glaubt, über den Körper auch zur Erleuchtung zu kommen. Und auch da wieder, alles an uns kann uns zur Erleuchtung bringen. Und den Begriff einfach auch ein bisschen... Ja, den müssen wir mal ganz tief hängen. Ganz tief hängen, bitte ich darum. Die Körperübung an sich, wenn man den achtgliedrigen Pfad von Patanjali anschaut, die stehen an dritter Stelle. Also das ist etwas, was auch rausgeholt wurde, was auch leider heutzutage oft in... ohne das abwerten zu wollen, in Fitnesscentern angeboten wird und zu einem Körperkult wird. Den geistigen Hintergrund. Aber wir haben da einfach diese 8 Stufen auch, die Patanjali erklärt hat. Ich meine, ob man sich jetzt an die Stufen halten muss oder nicht. Aber das sind ganz wichtige Stufen schon davor. Das ist Yama und Niyama. Das sind diese moralischen Werte. Ohne da jetzt auf eine kirchliche oder soziale Moral zurückzugehen, da geht es um die Gewaltlosigkeit, um die Wahrhaftigkeit, um die Innenschau mit sich selbst zu sein. Und dann kamen die Körperübungen dazu. Die sind noch gar nicht so alt, die sind ein paar hundert Jahre alt, diese Asana. Der nächste Schritt wäre Pranayama, mit dem Atem in Kontakt zu kommen. Kommen wir jetzt zur Atemgeschichte. Und nach dem Atem kommen ja eigentlich das sogenannte höhere Yoga, das Raja-Yoga. Sowas wie Dharana, Dhyana, Samadhi, Pratyahara. Das Zurückziehen des Geistes. Und das ist eigentlich das
das echte ich Yoga. Ich denke, du verbindest es auch mit deinen Atemseminaren und da, die halte ich also jetzt in unserer heutigen Zeit für enorm wichtig, denn wir sind Falschatmer geworden, wir sind Flachatmer geworden, Angstatmer, Stressatmer, nicht? Mhm. Alles hängt zusammen und auch mit der Art, wie wir hier heute leben. Und nach meiner Sicht gibt es einen Zusammenhang zwischen der großen inneren Not vieler Menschen und ihrer Atmung. Und die Sufis sprechen ja von all das her auch vom subtilen Atem, der also hinter dem Sauerstoffatem liegt. Der bekannte Psychoanalytiker Stanislav Grof begründete den Begriff des holotropen Atems. Und schon der Mediziner Otto Heinrich Warburg, Nobelpreis 1931, hat festgestellt, dass durch falsche Atmung, durch zu wenig Sauerstoff in den Zellen die viele Krankheiten bis hin zum Krebs entstehen. Professor Dr. Pischinger, wir haben die ja alle in unserer Stiftung hier ganz explizit mit ihren Aussagen weltbekannt, kam eben zu dem gleichen Ergebnis. Und also wie fließt also dieses Wissen auch der Wissenschaft, der nicht systemgebundenen Wissenschaft in deine Atemseminare ein? Also was können die Teilnehmer dann mit nach Hause nehmen? Ich möchte auch mit einem Zitat von einem Sufi-Lehrer anfangen, von Hazrat Inayat Khan, der gesagt hat, die Botschaft unserer Zeit ist Balance. In seinem Englisch halt, the message of our time is balance. Und das auch ganz speziell auf den Atem zu sehen. Wie du schon gesagt hast, wir sind Stressatmer, Kurzatmer, Flachatmer. Und auch jetzt gerade diese Zeit, ich beobachte es bei vielen Menschen, der Fokus liegt auf dem Einatmen. Das ist ja auch das Nehmen, das zu sich nehmen. Und auch der Aktivität, die solare Ebene des Atems, wo wir wirklich Kraft reinholen. Wir brauchen allerdings auch diese lunare, diese weibliche Seite des Atems, ist der Ausatmen. Und ich meine, das ist auch in Studien inzwischen bewiesen, dass ein verlängerter Ausatmen uns sofort in eine Entspannung bringt. Stell dir vor, du wirst irgendwo angegriffen, verbal auf der Straße, und das Erste, was wir meistens tun, ist, und mit dem, statt auszuatmen, kommt sofort der Gegenspruch. Ja. Und stell dir vor, du machst noch einen verlängerten Ausatmen. Oh. Ja, dann ist es diese Sekunde, ja. Diese Sekunde, zwei, drei dazwischen, zwischen Angriff und Reaktion, das verändern die Situation vollkommen. Vollkommen. Das ist für mich schon Friedensarbeit. Da gebe ich erst mal ab. Die ganze Spannung, die ich aufbauen könnte mit dem Einatmen. Ja. Wir schnauben ja, die Nasenlöcher werden weit. Man sieht es jetzt oft auf der Straße. Man nennt es ja diesen Road Rage. Wie Leute einfach wirklich nur... Also die platzen ja schier platzen. Vor Zorn, aber genau. Dürfen es ja... weder fliehen dürfen sie nicht, genau. Und angreifen auch nicht. Sie können es nicht in der Arbeit, sie können es nicht in der Partnerschaft, dann gibt man es auf der Straße ab. Es wäre viel leichter. Also gerade in Verbindung mit Natur, in die Natur zu hocken, atmen. Und diese Technik können die Leute bei dir mitnehmen, genau. Die du in vielen Jahren und mit diesen ganzen Weisheitslehren im Einklang für dich entwickelt hast. Genau, das fließt auch mit in mein Coaching mit ein, in die Meditation. Wir reinigen den Atem, wir schauen erstmal auf den Einatmen, dann schauen wir auf den Ausatmen, auf das Volumen, auf den Rhythmus, dass wir im Rhythmus des Lebens sind, im Rhythmus unseres Herzens, unseres Atems und natürlich auf die Zentriertheit auch, dass wir nicht komplett irgendwo schwirren. Das Ganze ist kein Wissen, das man zu allem Wissen, das man schon gelernt hat, hinzufügen kann, genau. Sondern es ist eine ganz andere Art, nämlich das Leben dadurch ganz anders anzugehen, neu anzugehen, ja. Und eine neue Lebensqualität für sich zu formen und dafür auch für die Menschen drumherum und für uns alle. Ja, in die Natürlichkeit wiederzukommen. Ja. Fasel, ich danke dir.